Leute, willkommen zurück zu Let's Play Fire Emblem Awakening. Im letzten Part wollten wir das Verhalten unserer letzten Gegner hier noch etwas genauer studieren, aber wir haben es irgendwie nicht ganz verstanden, oder ich habe es zumindest nicht ganz verstanden, weil ich habe hier den roten Bereich betreten, sogar den fetten roten Bereich, wo ich den Typen hier markiert habe, und keiner von denen wollte mich aber angreifen, was ich ganz interessant finde. Aber gut, dann werde ich jetzt nochmal das Experiment ein bisschen auf die Spitze treiben, jetzt hier am Anfang dieses Parts, denn ich möchte jetzt ganz gerne dann gleich mit der Kerle hier einfach nach vorne laufen, oder mit dem Kellern hier einfach nach vorne laufen und dann hier mich einfach mitten in die Mitte reinstellen. Das ist sogar in Ordnung, weil das, das überleben die tatsächlich, also die Kerle überlebt es zumindest dann. Und ja gut, ich glaube, der Kellam wird sogar auch dann so halbwegs überleben, aber ich will es ganz gerne mit der Kerle, glaube ich, machen. Obwohl, weil ich will mal kurz ein bisschen rechnen. Und zwar, ich will jetzt dann gleich, vielleicht dann doch mit dem Kellam das machen, dass ich mit ihm dann nach vorne gehe, mit dem Bestientöter den einen angreife. Dann kann ich nämlich schon sehr viel Schaden machen, dem Kollegen. Ich kann zwar nicht töten, aber wenn dann noch die Kerle mit angreift, dann, Moment, so, dann kann ich ihn schon töten auf jeden Fall. Und so will ich das ganz, ganz gerne mal probieren. Kellam hat ja eine Verteidigung von 43, deswegen von keinem von den physischen Angreifern, das ist ja ein magischer Angreifer, von keinem von den physischen Angreifern nimmt er überhaupt Schaden mit seiner Verteidigung, wie wir hier sehen können. Und deswegen, das ist ziemlich cool. Und da hat er also gar keine Probleme, da muss ich mir keine Sorgen drum machen. Um die Magier aber schon, weil, ich meine, eine Resistenz hat er ja nur von 13. Das heißt, von dem hier nimmt er im schlimmsten Fall 18 und von dem hier 13 macht 31 und von dem hier nimmt er 18 mal 2, sprich er wäre dann tot. Na, das ist zu viel. Wenn ich aber vorher seine Resistenz um 4 erhöhe, indem ich Resistenz sammle, dann geht's, glaube ich. Dann hat er nämlich 17 Resistenz, dann nimmt er hier 14 und hier 9, macht 23 und von dem nimmt er 28, macht 51 und das ist zu viel. Das ist natürlich blöd. Ach, kann ich das... Mann, ich will aber... Ich will es aber mit dem Keller machen, weil er den Bestientöter hat. Ich meine, kann ich auch andererseits... Ich kann auch die Kerle nehmen, mit ihr die Bronzenachse und halt dann dem Kellam halt den Bestientöter geben. Dass er dann, wenn er mit angreift, dann halt den ausnocken kann. Ja, das ist besser. Weil ich will nicht, dass er mir abkratzt. Aber die Kerle wird es dann auf jeden Fall überleben, weil sie hat mehr KP und sogar eine Resistenz mehr von Haus aus. Deswegen dann machen wir das so. Da muss ich die Mary Bell dann hier parken. Und da ist dann ein bisschen in Gefahr, weil die kannst du dann von anderen Leuten angegriffen werden. Aber ich werde einfach noch andere meiner Einheiten hier in den Weg quasi stellen. Das ist auch in Ordnung, wenn ich dann noch ein paar in den Weg stelle. Das passt dann, glaube ich, trotzdem alles tatsächlich ganz gut. In den fetten Roten bereits vielleicht nicht so viele, aber in den normalen, das passt schon. Jetzt zum Beispiel noch die Novi oder den Chrom kann ich eigentlich auch sogar hier nach vorne stellen. Weil der Chrom hält ja auch einiges aus. Das passt eigentlich auch ganz gut, finde ich. Und die sind auch alle gar nicht so stark, die Gegner da oben sogar, obwohl die Level 8 haben. Die haben alle keinen so hohen Angriff und auch keine so mega hohe Geschwindigkeit. Die haben, glaube ich, viele KP, ja, nicht viele KP, aber das auch. Aber vor allem viel Verteidigung und sowas. Aber ich kann auf jeden Fall mal, ich stelle mal den Chrom sogar hier hin, würde ich sagen. Er kann zwar jetzt dann gleich theoretisch von einigen angegriffen werden, aber ich glaube eher, nicht, dass die angreifen, die Gegner. Deswegen machen wir das mal so. Und das passt dann schon. Er hat ja auch den Ether, wo er sich noch heilen kann eventuell. Also ich glaube schon, dass der Chrom dann ziemlich safe sein dürfte. Bei ihm erhöhe ich dann natürlich auch gleich die Resistenz. Sowieso bei allen, die ich jetzt hier in den Weg stelle. Ich will nur eben hier ein paar in den Weg stellen, dass eben die Mary Bell dann nicht gleich in Gefahr ist. Weil sie kann, wenn ich sie hier hinstelle, kann sie, habe ich mir schon überlegt, nur von den Bogenschützen hier angegriffen werden. Aber der könnte sie halt instant killen, weil sie hat eine Verteidigung, eine Geschwindigkeit, meine ich, von 17. Er kann sie also doppelt treffen und das war es dann für sie. Und deswegen will ich da ganz gerne eben Gegner in den Weg stellen. Ich muss eigentlich fast auch noch hier jemanden hinstellen, tatsächlich. Das ist aber in Ordnung. Da kann ich dann zum Beispiel den Robin hinstellen, weil der hat ja beides ganz gut. Sowohl Verteidigung als auch Resistenz. Lucina hat nicht so viel Resistenz, genau. Ich stelle den Robin noch hier. Er hat auch genügend Geschwindigkeit, dass er nicht gedoppelt werden kann von dem Kollegen. Ich meine, wenn ich den Robin hier hinstelle, kann er natürlich von einigen getroffen werden. Das ist schon richtig. Und so schwach sind die ja jetzt auch nicht, ne? Na, ich weiß nicht, ob das so klug ist. Ich meine, wir haben halt gesehen gerade eben, dass sie eigentlich nicht auf meine Leute gehen. Irgendwie die Gegner. Aber vielleicht machen die sie ja jetzt dann doch, weil sie halt dazu Lust haben jetzt dann gleich. Oder so, keine Ahnung. Aber eigentlich muss ich fast hier noch jemanden hinstellen, weil ansonsten... Obwohl es reicht ja, wenn ich hier jemanden hinstelle, stimmt. Weil wenn der Bogenschütze bis hierhin kommt, dann kommt er zu Mary Bell nicht hin, die dann hier steht. Und wenn ich hier außen rumlaufen muss, dann dauert es zu lange für den. Weil durch den Wald zu laufen ist ja auch für den ganz beschissen, deswegen der kommt dazu ja nicht hin. Ja, dann machen wir es so. Stell ich Robin lieber hier hin, das ist mir lieber. Ja. Und, also nicht in den fetten roten Bereich. Der Rest ist mir eigentlich ziemlich egal, weil die anderen sind jetzt nicht so mega stark. Ja, doch schon, aber das kriegen wir schon hin. Den Rest dann. Und hier stelle ich dann mal doch den Rick nach vorne, weil mir das ansonsten so riskant ist.
mit dem Elfenlicht auch. Ja, das passt schon. Okay. Und dann eben die Mary Bell werde ich hier hinstellen. Jetzt dann gleich schön sammeln. Hier kann ich nicht sammeln, aber es geht ab 3 Felder weiter. Also Kellam und Kierle oder Kierle kann ich eben auch sammeln lassen. Das passt. Also bei denen muss ich halt aufpassen. Die darf ich auf gar keinen Fall in den roten Bereich stellen. Und zwar übrigens auch nicht in den roten Bereich, der es dann gleich werden könnte, wenn der noch weitere anspricht. Weil das ist mir dann doch zu riskant. Auch wenn wir gesehen haben, dass sie nicht unbedingt auf mich gehen, die Gegner. Dennoch habe ich da zu viel Angst. Deswegen stelle ich dann mal dich hier hin. Ja. Und dann halt noch dich. Ich stelle mal alle nach rechts, alle auf einen Haufen. Das ist, glaube ich, ein bisschen klüger. Und dann mal die Sumia noch hier hin. Oder hier. Ja, nee, hier hin. Passt schon. Ja. Sondern jetzt eben das Wichtigste, die Mary Bell hier hin. Wir wechseln. Und wir sammeln mit ihr ein bisschen Resistenz. Yay. Bei einigen wird es erhöht, nämlich bei dir und bei dir und bei dir und bei dir. Bei denen beiden nicht, weil die zu weit wegstehen, aber es passt ja. Sie hat jetzt eine Resistenz von 18. Sehr schön. Und wird dann jetzt mal hier den Kollegen angreifen. Dem Kellam geben wir kurz den Bestientöter. So, weil es gibt ja auch ziemlich viele berittene Einheiten hier, die ich dann gut treffen kann. Und du nimmst die Bronzenaxt und wenn Kellam mit angreift, dann wird er auf jeden Fall sterben, der Kollege. Und das machen wir jetzt. So, 50% Chance, dass er stirbt. Wenn nicht, wäre es aber nicht schlimm, weil der macht ja eh nicht viel Schaden, der Typ hier. Und das passt eigentlich alles. Und wenn ich ihn sogar töten kann, kann er erst recht nicht mehr auf die Mary Bell gehen. Und das ist aber eigentlich schon so auch ganz gut. Ich hätte meine Leute gar nicht mehr so sehr in den Weg stellen müssen, weil er jetzt auch schon die Kerle im Weg steht quasi. Aber das passt schon. Okay. Sehr schön. Thank you. Wunderbar. So, jetzt mal gleich ein bisschen aufräumen. Ich habe übrigens auch nochmal, das habe ich euch auch erzählt, ich habe mir nochmal das Video angesehen, wo wir den Kampf betreten haben. Und unser Ziel ist es tatsächlich, alle zu besiegen. Nicht den Boss, sondern alle. Was ich interessant finde, weil, ich meine, was heißt denn alle? Ich meine, es ist ja so, jetzt greifen sie an. Es ist ja so, dass halt manche von den Leuten, die da rumstehen, noch gar nicht meine Gegner sind, sondern das erst noch werden. Das finde ich irgendwie seltsam. Naja. Hardly a fair match. Okay, aber jetzt dürfen wir die noch mal ein bisschen aufräumen, wie gesagt, die beiden. So, du bist am ersten ein Problem, aber machst auch noch 7 Schaden, das geht. Und triffst eh nicht. Perfekt. So, und du gehst auf den Robin. Ja, das ist okay. Ich verstehe nicht ganz, warum die jetzt erst auf die Idee kommen, anzugreifen und das davor aber nicht gemacht haben. Ich meine, ich stand doch davor auch schon im roten Bereich. Warum erst jetzt? Das macht irgendwie keinen Sinn, finde ich. Naja. Aber dürfen wir jetzt, glaube ich, schon hinkriegen, da noch die Gegner hier alle zu besiegen. Das passt schon. Ah, danke schön, Novi. Yeah, okay. So, kommt noch jemand nach unten? Ne, ihr geht auch noch auf die Kerle. Ja, das passt. Jetzt bin ich auch gespannt, was der Boss dann gleich machen wird. Ob der jetzt noch weiter andere rekrutieren wird oder ob er angreifen wird. Er macht... Hä? Er macht gar nichts. Will der fliehen? Oder wie? Das ist ja interessant. Will der abhauen? Huh. Okay. Ich meine, ich weiß nicht genau, das war jetzt schon komisch. Also, wenn der abhauen darf, sobald er wieder... den Rand der Karte berührt. Also zum Beispiel halt hier habe ich ein Problem. Ja, töten will ich den schon. Ich meine, er ist ein Gauner. Und der hat auch einen Goldbeutel L. Ja, ich glaube sogar, dass der abhauen will. Das ist ja eklig. Okay, den will ich auf jeden Fall aufhalten. Den will ich auf jeden Fall aufhalten. Aber ich komme auch mit. Ich komme mit Novi hin zu dem. Kommt, ja, Sumia ist dann doch zu weit weg. Kommt Mary Bell vielleicht hin? Mary Bell kommt sogar auch hin. Okay. Dann kann ich es vielleicht doch noch irgendwie schaffen, sogar den zu töten. Und natürlich ihr beiden auch, klar. Ja, ich will ihn auf jeden Fall umbringen. Ich will ihn umbringen. Wie viel Schaden macht denn der jetzt den beiden? Schon viel, ne? Ja, 32. Schon sehr, sehr viel auf jeden Fall. Aber ich meine, Kierle und Kellam können dem auch sehr viel Schaden machen. Ne? Muss man bedenken, natürlich. Ja, mit der Silberlanze macht sie 38. Das ist schon sehr viel. Und wenn Kellam mit angreift, ist er auch schon tot. Ne? Das ist eigentlich ganz cool. Ja, Kellam trifft halt nicht so wahrscheinlich, leider. Ich würde aber trotzdem gerne ihn angreifen lassen, eigentlich, weil ich meine, 89% ist schon dennoch sehr viel und der hat halt weniger Erfahrungspunkte bisher bekommen. Ich meine, die Novi will ich aber den auch nicht töten lassen. Das kann vielleicht gleich sogar die Mary Bell oder sowas machen. Ja, die hat aber auch schon ziemlich viel. Er hat auch schon fast Level 8 sogar. Dann vielleicht eher den... Wie viel Schaden macht denn der Crom mit dem Langspeer? Auch 21, also auch ziemlich viel sogar tatsächlich. Deswegen, das passt eigentlich sogar auch. Und ich habe noch... Ich meine, wie viele Gegner habe ich denn jetzt noch vor mir? Wenn ich jetzt noch mal den wegstreiche, habe ich noch 4 Gegner ansonsten, ne? Ja. Und das dürften meine anderen Einheiten dann eigentlich, glaube ich, hinbekommen, diese anderen 4 Gegner noch zu besiegen. Oder? Ich meine, vielleicht ist es ja so, dass ich halt noch Belohnungen am Ende der Schlacht kriege, wenn ich ein paar von den Verbündeten hier, oder nicht von den Verbündeten, sondern von den anderen halt da, von denen übrig gelassen habe, quasi. Und je mehr ich übrig lasse, also je weniger der rekrutieren konnte, der Kollege hier, desto mehr Sachen kriege ich dann von denen, oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Weiß nicht genau. Jetzt sag mal, wie viele angreifende Einheiten habe ich nochmal? Ich glaube 7 habe ich, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also 2 gehen auf den
Und dann habe ich noch 4 von den Gegnern übrig. Ist natürlich schon schwierig, weil hier sind halt noch Dunkelritter übrig. Und die haben zwar keine hohe Geschwindigkeit, also ich kann die doppeln mit so ziemlich allen meinen Leuten. Aber die haben halt hohe Verteidigungsresistenzwerte. Also die zu töten wird noch nicht einfach werden. Kriegen wir aber, glaube ich, trotzdem schon hin. Ich glaube schon. Man ist es erstmal so, dass erstmal der Kellam eben den Kollegen hier angreifen darf. Ja, und zwar mit der... Was ist Eisenachs? 64%, oder ist es zu wenig? Ich nehme nur doch die Silberlanze, würde ich sagen. Und wenn die Kerle mit angreift, dann ist es in Ordnung, weil Kellam hat ja auch erst Level 6. Das wäre in Ordnung, aber wenn nicht, dann darf eben der Crom noch den töten. Wenn er jetzt nicht trifft, der Kellam, dann wäre es ein Problem. Aber er wird einfach treffen, ne? Der hat ja auch keine Fähigkeiten, zumindest keine heftigen Fähigkeiten. Der Kollege hier, dem ich jetzt instant killen können oder so. Deswegen, das passt alles. Ja, machen wir. Ich werde nicht in einem Provinznest wie diesem den Löffel abgeben. Ich schnapp mir, was ich kann und dann bin ich weg. Okay, ja, tatsächlich. Er haut einfach ab, der Arsch. Ja, das lasse ich aber nicht zu, mein Lieber. Okay. Was? Ernsthaft? 270%? Er trifft nicht? Oh, cool. Okay, vielen Dank. Warum denn nicht? So, dann darf das ganze Chrome machen, weil er eben erst Level 6 sogar hat. Und vielleicht gibt es sogar ein neues Gespräch nochmal mit ihm. Ja, glaube ich aber eher weniger, weil es ist ja eine Nebenquest. Aber ich habe mir schon geschrieben, das habe ich auch schon eben mal herausgefunden beim, das war in Kapitel 17 oder so, oder? Ich glaube Kapitel 17 oder sowas war das. Bei diesem tollen Baum da oder so, wo dann eben auch Tiki zu finden war. Dass man immer nochmal extra Gespräche halt lesen darf, wenn Chrom den Boss nochmal tötet oder mit ihm redet oder halt ihn angreift. Ich glaube nicht, dass es hier so sein wird, weil das ja nur eine Nebenquest ist, aber wir schauen mal. Und? Offenbar nicht. Nein, aber ist nur eine Nebenquest, wie gesagt, deswegen passt schon. So, und zack. Ja, wäre ich doch bloß ein echter Prinz gewesen. Hui, fast 100 Erfahrungspunkte. Und ein Level-Up für Chrom. Ich spüre einen riesigen Unterschied. So, und Goldbeutel L kriegen wir. 10.000 Gold nehme ich immer, immer gerne an. So, dann jetzt noch die übrigen töten. Ich meine, die beiden hier haben nicht mehr viele KP. Also der gar nicht mehr, der hat schon noch ein bisschen was zumindest. Aber ich glaube, das kriegen wir jetzt hin. Mit meinen übrigen Einheiten noch die zu töten. Ich schätze schon. Ich hoffe es zumindest. Kann denn die Mary Bell den hier... Ich meine, sie hat schon eh schon Level 7, ne? Es gibt noch... Ich habe noch viele, viele Leute mit noch Level 6. Die Mary Bell durfte irgendwie viel machen. Ja, die hat auch halt viele mal geheilt. Und so. Also ich werde schon jetzt ein... Ja, am besten wäre es natürlich, wenn noch die Dingenses jemanden töten dürfte. Die Cynthia. Schafft sie das denn eigentlich? Yeah, warum hat der einen Bestientöter? Warum hat gerade der einen Bestientöter, der Arsch? Das ist natürlich doof. Aber ja gut, sie können ihn eh nicht töten, weil das eh nicht ausreichen würde. Ihr Angriff. Ja, dann darfst du niemanden mehr töten, leider. Dann muss ich den Donald halt noch jemanden... Ich meine, der Donald kann ja bestimmt einen Dunkelritter töten, oder? Im Alleingang. Ja, mit der Silberaxt nämlich, genau. Oder Kriegeraxt, 120 Schaden. Und schau, der trifft auch, seht ihr, der trifft auch nur zu 50% der Kollege hier. Also, wie gesagt, Donald ist völlig OP. Dann darf der Donald auf jeden Fall da einen töten und dann leider eben die Cynthia nichts mehr machen. Schade eigentlich. Aber ich kann auf jeden Fall noch den Lowend was machen lassen. Weil der kann auf jeden Fall auch noch einen von denen töten. Will vielleicht sogar der Lowend, weil man kann er denn den oberen sogar töten? Die haben ja keine hohe Geschwindigkeit. Kann er sogar. Ja gut, aber nur mit dem Feuer, mit den anderen reicht es gerade so nicht aus. Was ich ein bisschen eklig finde. Dann darf er, glaube ich, doch eher einen von den unteren töten. Und dann wird Robin einen von den oberen töten. Weil Robin kann es ja mit Sicherheit auch schaffen. Mit der... Ah ne, Robin ist sogar viel schwächer. Echt? Was hat er für eine Magie? 25? Was hat er? Ja gut, 34, weil er halt auch noch viel von Ricken bekommt. Okay. Ich meine, das Gute ist ja, dass ich halt noch 5 angreifende Einheiten habe. Deswegen, wenn ich zwischendrin einen Fehler mache, dann kann ich den immer noch ausbügeln. Deswegen machen wir das jetzt dann doch so, dass der Ricken kurz das Eisenschwert... Ja, obwohl, warte mal. Mit dem Eisenschwert ist er dafür einen Angriff 19. Ja, nee, das Eisenschwert darf er nicht nehmen, weil er dann gar keinen Schaden macht. Ach man, Ricken, ey. Ja gut, dann halt doch hier Elfenlicht, so. Und du nimmst dann halt... Ich will eigentlich nicht das Feuer jetzt hergeben, weil wie gesagt, es ist nicht so schlimm, wenn er jetzt nicht mit angreifen sollte. Aber ich habe noch halt 40% bei Ricken, dass er mit angreifen darf. Und wenn er mit angreift, ist er tot, der Typ hier. Und wenn nicht, wäre es nicht schlimm, weil ich immer noch genügend andere Einheiten habe, die auch noch angreifen dürfen. Oder genügend ist übertrieben, aber ich habe noch eine Bonuseinheit quasi, die ich gar nicht brauche. Und die kann ich dann eben dafür hergeben, falls es dann gleich eigentlich treffen sollte. Oder halt nicht treffen sollte, falls halt Ricken nicht mit angreifen sollte. Deswegen, es passt schon, ist schon in Ordnung. Also... So, er trifft auch, aber er darf sterben. Yay! Und auch Level Up für ihn.
Die geben halt jetzt nochmal richtig viele Erfahrungspunkte, weil die. Was ist denn das? Weil die ja noch Level 8 haben. Ein gerechtes Resultat. Seht ihr irgendwie, die Kinder kriegen total beschissene Level-Ups bei mir immer. Ich weiß auch nicht wieso. Ich dachte eigentlich, dass die total coole Wachstumsraten hätten, weil das auch irgendwie so halb erben würden von ihren Eltern oder sowas, keine Ahnung. Aber irgendwie bei mir haben die total beschissene Wachstumsraten. Oder ich habe einfach nur Pech und die kriegen halt das nicht dazu. Ich habe übrigens völlig vergessen, mir die Glitzerdinger zu holen, fällt mir gerade auf, stimmt. Ja, ich glaube, das schaffe ich jetzt auch nicht mehr, mir die noch zu holen. Ne, das kriege ich nicht mehr hin, ganz. Ja, dann muss ich halt die Glitzerdinger ein bisschen in Ruhe lassen dann. Ich kann mir vielleicht eins holen, wenn es noch alles aufgeht. Ja, sehen wir schon noch. Auf jeden Fall die andere große Gefahr ist noch der hier, aber den darf jetzt mal dann eben der Donald im Alleingang töten, weil der Donald ist ja auch der Einzige, der hinkommt nahezu. Ja gut, Gaius. Gaius kann ich bestimmt auch töten sogar, oder? Ja gut, hier so nicht. Oder die Sumia vielleicht mit ihrem... Ne, kann auch nicht machen. Ja, okay, den machen wir, lassen wir schon Donald machen. So, weil er kann es safe schaffen. Okay, Angriff und Stahlschwert geht nicht ganz. Und ich will es sicher schaffen, deswegen nehmen wir dann eben die Silberaxt. Jupp. Ja, oh, das ist so, Donald geht so ab, ey. Ich meine, der braucht diese KP-Haltung ja gar nicht mal. Wow, der trifft. Aber einfach nochmal Sonne. Sonne und Crit. Natürlich, genau. Okay, da trifft er mit 15% erstmal, aber ich kann mich eh wieder hochheilen. Also, ja, ne? Wie gesagt, Donald ist viel zu OP. Das ist schlimm. So, Entschuldigung. Man kann eigentlich die Mary Bell eintöten von denen, das habe ich jetzt gar nicht mehr so gut überlegt. Ja, kann sie aber, das schafft sie sogar, das ist ganz gut. Dann darf man die Mary Bell einfach den töten, würde ich. Ja, obwohl andererseits will ich mir die Mary Bell noch aufheben. Sag ich jetzt mal, weil sie halt eh schon Level 7 hat und die anderen halt jetzt noch nicht, so wirklich. Und ich meine, wenn ich die Glitzerdinger mir jetzt nicht hole, ist nicht so schlimm, weil mittlerweile sind die Glitzerdinger, die bringen mir auch mittlerweile gar nicht mehr so viel. Weil meistens wird, also entweder wird halt der Waffenrang erhöht, was mir bei vielen nichts mehr bringt, weil ich bei vielen eh schon den A-Rang habe. Oder die Beziehungen werden verbessert, was mir bei vielen auch nichts mehr bringt, weil ich eh schon mit vielen den S-Rang habe. Oder ich finde eine neue Waffe, aber ich habe eh auch schon verdammt viele Waffen immer mittlerweile und auch verdammt gute. Deswegen so viel bringen mir die Glitzerdinger mittlerweile gar nicht mehr. Weswegen ich die jetzt auch, glaube ich, gar nicht hole sogar in der Stadt. Da mache ich eher noch, werde ich eher noch meine Erfahrungspunkte besser verteilen. Das wäre, glaube ich, echt lieber. Dann darf jetzt nämlich noch eben der, der Gaius eintöten. Mit dem Bogen natürlich. Schafft er nämlich nicht. Dein Ernst? Okay. Könnt denn ihr beiden, kannst du mit der Lanze den töten? Ja, halt, mit der Lanze. Ja, sie schafft's. Dann darf Lucina den töten und dann eben Gaius den anderen. Das passt ganz gut. So, und wechseln. Und mit dem Bogen. Ja, passt, ne? Was hat sie? Arcus Licht, passt auch. So, zack. Yay! Ha! Und noch ein Level Up, ein weiteres für Gaius. Dududum. Auch er hat Level 7. Ganz gutes Level Up. Ein Würfelchen Zucker und ab geht die Post. Ich kann mir jetzt sogar dann doch noch mit Mary Bell und Libra das Glitzerding holen, das rechte zumindest. Weil, ich meine, Lucina schafft es ja hundertprozentig, den zu töten, ne? Haben wir gesehen. Genau, da kann gar nicht schief gehen, er hat auch keine Fähigkeit oder so, die mir den Tag vermiesen könnte. Deswegen, das passt alles. Dann dürft ihr euch hier noch das Ding holen. Und zwar eher der Libra, weil sie hat schon 97 Erfahrungspunkte und wenn sie jetzt dann gleich Erfahrungspunkte plus kriegt, dann bringt es ihr wenig. Deswegen lassen wir das den Libra dann machen, ja. Was ist das? Oh, gelobt sei Naga. Und wir kriegen eine neue Sigurdslanze. Okay, die ist ziemlich cool, die Sigurdslanze. Deswegen 14 Kraft hier das, und kritisch 15, 85 Treffer, passt ganz gut. Okay, vielen Dank. So, und dann eben, wie gesagt, Lucina, ich bleib hier bei Roy's Klinge, bei Robin und du mit der Eisenlanze darfst dann dem den Rest geben. Schau mal kurz, ansonsten gibt es keine weiteren Gegner mehr, ne? Die hier noch, aber ich habe die ja nicht ansprechen können, auch mit Chrom nicht und mit niemandem. Also gut, ich habe es nicht mit allen probiert, aber wenn es Chrom nicht kann, dann wird es auch kein anderer können, schätze ich mal. Und deswegen, ne? Ja, passt dann schon. Okay. Und dann stirb. So, sehr schön. Robin hilft nichts und du triffst nicht, weil ich abblocke. Und damit. Ja! Whatever it takes. Whatever it takes. Yay! So. Abgeschlossen und Gaius und Novi waren die Helden. Die habe ich auch ganz häufig nach vorne geschickt, deswegen verdient. Also vor allem die Novi. Das war der letzte. Wir können diesen Söldnern alles erklären, während wir ihre Wunden behandeln. Ich bin weiterhin schockiert, dass jemand so unverfroren war, sich für euch auszugeben. Das war bestimmt nicht das Schlimmste ihrer Verbrechen. Das ist inakzeptabel. Ich habe meine Pflichten als Ritter vernachlässigt. Ich werde eine Reihe von Porträts zeichnen und dann jedermann verteilen lassen. Niemals wieder soll jemand das edle Anlass von Prinz Chrom verwechseln mit... Lass uns einfach gehen, Frederick. Okay. Hast du einen Augenblick Zeit, Sumia?
Oh, hallo, du bist das Mädchen von vorhin. Cynthia, mein Name ist Cynthia. Was für ein entzückender Name. Ich weiß, ich habe ihn immer geliebt. Er war ein Geschenk von meiner Mutter, von dir. Was? Aber ich hab dich doch nicht... Aber du wirst. Ist das nicht großartig? Ich bin aus der Zukunft, Mami. Siehst du, ich trage denselben Ring wie du, weil du ihn mir geschenkt hast. Oder es wirst. Ich meine, später, bevor ich hierher zurückkomme, aber nachdem ich... Herrje, ist das verwirrend? Du bist meine Tochter? Jop, ich hab dich vermisst, Mami. Ich wollte dich so, so gern wieder umarmen. Na, das wird bestimmt ein blauer Fleck. Mach dir keine Sorgen, mir geht's gut aus. Sie ist genauso wie die Sumia. Also, sie ist eindeutig meine Tochter. Ja, genau, wollte ich auch gerade sagen. Moment, du hast etwas verloren? Eine Speerspitze? Entschuldigung, die nehme ich wieder an mich. Warum trägst du sowas mit dir herum? Weil es noch nicht fertig ist. Du hast mir versprochen, das machen wir gemeinsam. Habe ich das? Aber du hast dein Versprechen gebrochen. An dem Tag, an dem du nicht wieder nach Hause gekommen bist. Wie konntest du mich verlassen, Mutter? Du warst eine Legende. Unbesiegbar. Warte, willst du damit sagen, ich bin gestorben? Es tut mir so leid, Liebes. Ich schätze, ich bin keine große Legende. Für mich bist du eine. Ich bin vielleicht nicht unbesiegbar, aber ich habe zumindest ein wundervolles Kind. Sogar zwei. Hatten wir schon entschieden, was für einen Griff der Speer bekommen sollte? Wir können das nötige Material in der nächsten Stadt besorgen. Können wir? Ich habe dir mein Versprechen gegeben, nicht wahr? Oh, Mami, ich habe dich lieb. Oh. Okay. So, dann nehme ich mal wieder den ältesten Speicherstand, den hier noch bei Kapitel 16. Ja. Aber ging ja alles gut, ich habe niemanden verloren. Habe alles erfüllt, was ich erfüllen wollte. Zwar einen Glitzer, den ich mitgenommen habe, aber es passt schon. Wieder eine neue Nebenquest. Und neue Sachen passieren. Ja. Viele Sachen. Was zum Teufel? Okay. Viele Sachen. Wir können auch noch kurz in die Kaserne gehen. Ich kann eh noch ein paar Sachen machen. Wir können noch ein paar Gespräche uns anhören, tatsächlich. Ich habe nämlich wieder einige freigespielt, sogar eine neue auch. Weil wir eh noch ein bisschen Zeit haben in dem Part. Das passt ganz gut. Erstmal Kaserne, würde ich sagen. Ein neues Ereignis, das mir gar nicht mal was bringt. Und zwar Anna und Sully. Hey, was machst du denn in deiner Freizeit? Einkaufen, hoffe ich doch. Meistens reinige ich meine Waffen oder trainiere, aber ich gehe auch spazieren. Okay. So, ich will jetzt mal kurz gucken. Also hier ist noch Nebenquest 10. Dann werden wir eben wahrscheinlich hier das Kind von Cordelia und Virion finden, würde ich jetzt mal so tippen. Oh, es gibt viele Gegner hier auf der Karte. Ich kann viel trainieren, wenn ich will. Werde ich wahrscheinlich auch wieder machen, weil ich ja immer gerne trainiere. Und ich auch immer alle meine Einheiten halt einigermaßen gleich halte. Also, viele von euch haben wirklich schon geschrieben, was ich denn für ein Idiot so ungefähr bin. Dass ich mich nicht nur halt auf irgendwie 15 Einheiten konzentriere und nur die immer mitnehme und alle anderen halt immer links liegen lasse. Aber ich weiß nicht, ich finde irgendwie das so cooler, wenn ich halt alle Einheiten immer hoch trainiere und alle immer mitnehme. Weil ich halt dann auch alle Einheiten sehen kann und herausfinden kann, was ihre Vor- und Nachteile sind. Und ich finde einfach, dann ist auch mehr Abwechslung geboten, als wenn ich mal dieselben Einheiten nehme. Ich kann halt einfach überall auch meine stärksten Einheiten mitnehmen. Ich kann einfach überall immer Donnel mitnehmen und immer Novi und Gaius und Kellam und Kelle und dann hätte ich ungefähr schon jede Schlacht gewonnen, so ziemlich. Aber das ist ja auch langweilig, ne? Und deswegen, ich will das schon immer abwechslungsreich halten. Ich finde das so halt besser. Auf jeden Fall, hier ist eine neue Nebenquest aufgetaucht. Nebenquest... Was, 1? Ne, 11. Ne, 16. Okay, ich habe nur die 1 gesehen. Haus der Seelen, Nebenquest 16, ja. Und da werden wir dann wahrscheinlich die Tochter oder den Sohn von Novi und Gaius finden, schätze ich mal, weil die habe ich ja eben letztens verheiratet. Und deswegen werden wir dann da wahrscheinlich die beiden finden. Deswegen will ich eben nicht zu viele Paare auf einmal heiraten lassen, weil ich ansonsten durcheinander komme und nicht mehr genau weiß, in welcher Nebenquest ich jetzt wen finden kann. Aber so kann ich das immer dann genau abschätzen, weil ich schätze eben, dass wir in der links unten eben halt das Kind von Vivian und Cordelia finden können und hier eben von Novi und Gaius, würde ich jetzt mal schätzen. Aber das ist eh egal, weil ich habe ja gesagt, dass ich eigentlich nicht mehr als zwei Nebenquests hintereinander machen will, weil ansonsten das dann auch ein bisschen zu sehr abgesplittet wird von der Hauptstory. Und deswegen beim nächsten Mal geht es dann wieder weiter mit der Hauptstory hier im 17. Kapitel in der Feste Steiger. Freue mich auch schon sehr drauf. Aber wie gesagt, jetzt noch ein paar Gespräche, würde ich sagen. Keine Aringe mehr, aber halt alle anderen Gespräche. Chrom und Cynthia nämlich. Können eigentlich Lucina und Cynthia auch sprechen? Können sie, weil die Geschwister sind. Das ist auch ziemlich cool. Habe ich dann noch andere Aufträge gespielt, außer die. Kellam und Kerle haben sogar den A-Rang schon. Die packe ich ja auch ganz häufig zusammen, stimmt. Dann Robert und Lucina mit dem A-Rang. Also kann schon einige machen. Ja, wir fangen mal an mit Chrom und Cynthia. Nun, was sagen denn die Blumen dazu? 1, 2 oder 3? Cynthia, wieso reißt du denn dem armen Gänseblümchen die Blüten aus? Oh, hallo Vater, genau mit dir wollte ich sprechen. Ich übe mich gerade im Blumenlegen. Damit will ich herausfinden, welches der beste Schlachtauftakt wäre. Aber ich kann mich immer noch nicht entscheiden. Daher würde ich gerne wissen, was du dazu meinst. Beim Blumenlegen oder dem richtigen Auftritt bin ich der falsche Ansprechpartner.
Na, dann lass sie mich einfach legen und du entscheidest dann, was am besten klingt. Option 1. Aus einer riesigen lila Rauchwolke hervorgeschossen kommen. Oh. Option 2. Das Schlachtfeld in einem prächtigen Veilchenregen betreten. In Ordnung? This is the end. Option 3. Plötzlich mit einem lauten Knall durch ein Scheunentor krachen. Also, was denkst du, Vater? Wofür würdest du dich entscheiden? Naja, wenn ich etwas wählen müsste, vielleicht die herabfallenden Blütenblätter? Echt? Komisch, ich hätte nie gedacht, dass das dein Ziel wäre. Aber wenn dem so ist, werde ich bis dahin ganz viele Blütenblätter sammeln. Cynthia, dieser Auftritt, das hat doch nichts mit mir zu tun, oder? Aber natürlich hat es das. Warum würde ich dich sonst nach deiner Meinung fragen? Hihi, deine Entscheidung für die Blumen überrascht und erfreut mich zugleich. Die wäre nämlich auch mein Favorit gewesen. Nein, warte, komm zurück! Verdammt, was habe ich mir da nur eingebrockt? Oh Gott, okay. So, dann Robin und Lucina mit dem A-Rang. Das können wir auch machen, weil A-Ringe sind ja in Ordnung. Keine weiteren S-Ringe, wie gesagt, erstmal aber A-Ringe, das geht. Oh, hallo Lucina. Seid gegrüßt, Robin. Habt ihr nach mir gesucht? Ja, in der Tat. Ich wollte dich etwas über die Zukunft fragen. Was möchtet ihr wissen? In deiner Zukunft ist Chrome tot, richtig? Ja, er wurde von seinem engsten Freund verraten, so heißt es in den Geschichten. Darum schloss ich mich der Armee an. Ich vertraue niemandem, der ihm nahe steht. Du hast es dir zur Aufgabe gemacht, ihn zu retten, und tatsächlich ist nichts wichtiger. Doch es muss schwer sein, den Verbündeten zu misstrauen und sie zu verdächtigen. Lucina, du bist mir sehr wichtig. Ich ertrage es nicht zu sehen, wie du dir schadest. Oh, Robin. Du musst auf dich ebenso aufpassen wie auf deinen Vater. Ich meine, was würde mit ihm geschehen, wenn der Druck auf dich zu hoch wäre? Wenn du unter der Last zusammenbrechen würdest? Ich komme damit klar. Vielleicht. Doch, Lucina, wirst du mir versprechen, mehr auf dich aufzupassen? Für euch? Ja. Es freut mich sehr, das von dir zu hören, Lucina. Und mich freut es sehr, dass euch dies so wichtig ist, Robin. Danke. Okay, ja. Das ist ganz cool, dass man hier in den besonderen Gesprächen zwischen Robin und Lucina, sind ja beide sehr wichtige Charaktere, dass man da auch etwas zur Hauptstory sogar so ein bisschen zumindest erfährt. Finde ich ganz cool. Okay, dann Kellam und Kehle können wir auch den A-Rang machen. Okay. Die Suppe riecht vorzüglich, Liebling. Gute Arbeit. Ich bin mir sicher, jeder wird etwas davon probieren wollen. Danke, ich hatte einen guten Lehrer. Ich wusste gar nicht, dass du so ein toller Koch bist. Ich habe es mir selbst beigebracht, nachdem ich deine Mutter geheiratet hatte. Da hieß es, entweder lernen oder verhungern. Ha, ihr beide kommt wirklich gut miteinander aus, nicht wahr? Ja, das tun wir wohl. Mir ist nur gerade klar geworden, dass es sich wohl genauso anfühlt. Also, wenn man Eltern hat, eine normale Familie. Ich hatte das vorher noch nie, aber es fühlt sich gut an. Kerle. Aber genug davon. Kein Grund, Pippi in die Augen zu kriegen. Lass uns doch mal die Suppe kosten. Kerle, ich weiß, du bist ein starkes Mädchen und du fragst nicht gern um Hilfe. Aber das kannst du. Wenn es etwas gibt, wobei ich dir helfen kann, sag es mir. Nun ja, eine Sache gäbe es da. Okay. Was denn? Na los, sag schon. Bring mir weiter bei, wie man kocht. Diese Suppe schmeckt wie Spülwasser. Bei den Göttern, das tut sie. Ja, das tut sie wirklich. In Ordnung. Bald schon wirst du Essen kochen, das auch wie Essen schmeckt. Danke, Vater. Okay, und den A-Rang eben. Sehr schön. So, dann Lucina dann eben auch noch mit Cynthia. Das ist, glaube ich, auch ganz gut zwischen Geschwistern. Das machen wir auch mal schnell. Dieser Ort ist ein Schweinestall. Ich sollte wirklich öfter aufräumen. Na? What? Ihr Götter, das war Cynthia. Werden wir angegriffen? Cynthia, geht es dir gut? Lucina! Tief durchatmen, Cynthia. Beruhig dich und erzähl mir, was passiert ist. Ich bin jetzt bei dir. Du hast nichts mehr zu befürchten. Käfer! Ein Käfer! Du sprichst von einem Insekt, ja? Ja, ein riesiges, irres, albtraumhaftes Ding mit eklig haarigen Beinen. Schrecklich! Okay, sie mag auch kein Krabbelgedöns wie die Lissa. Na gut. Du meinst also, dass du wegen einem Insekt so ausgerastet bist? Verrückt. Ich dachte, die Untoten seien hier. Das ganze Lager hätte in Panik geraten können. Es fliegt umher! Bleib weg! Komm mir nicht zu nahe! What? Siehst du es? Der Stoff, aus dem Albträume sind! Jetzt beeil dich und töte es! Lass es in Flammen aufgehen! Was zum... Chill mal. Oh nein, dem Ding werde ich mich nicht nähern. Es ist riesig. Oh, Lucina hat auch Schiss, wow. Was? Hast du vergessen, dass ich jetzt nichts mehr zu fürchten habe? Wie willst du die Zukunft retten, wenn du nicht mal den blöden Käfer töten kannst? Die beiden Dinger haben nicht das Geringste miteinander zu tun. Und wie willst du ein großer Held sein, wenn du Angst vor einem Käfer hast? Wow! Lieber würde ich als Feigling sterben, als das Teil anzufassen. Schau, du bist älter. Du machst es jetzt. Vater hat dir doch aufgetragen, deine kleine Schwester zu beschützen, oder? Tja, nun, ich schätze, das hat er wohl getan. Gut, ich werde dagegen etwas machen.
Auf dich kann man sich verlassen, Lucy. Lucy. Ein dreifaches Hurra für die künftige Erhabene. Du bist auch von königlichem Blut. Ein bisschen Rückgrat würde dir nicht schaden. Hey, das ist deine Chance. Gerade ist er in die Ecke hinter das Regal gekrochen. What? Es ist zu dunkel. Ich kann den Käfer nicht sehen. Lass Veilchen aufleuchten. Und wenn du ihn entdeckt hast, zack. Veilchen ist nicht irgendein Werkzeug zum Töten von Ungeziefer, Cynthia. Hihi, schon gut, schon gut. Tut mir leid, ich... Na, es fliegt wieder! Es fliegt! Es ist ein beeindruckender Gegner, aber er wird kein haariges Bein auf dich setzen. Was ist das eigentlich? Auf geht's, Lucina, los, mach schon! Hey. Im Namen der Götter, was macht ihr beiden denn hier drin? Vater. Vater! Okay, das ist voll das lange Gespräch, auch zwischen drei Leuten sogar quasi, das ist ganz cool. Im Ernst, ihr zwei, das ganze Getue wegen eines Insekts, was habt ihr euch gedacht? Sorry. Entschuldige, sorry. I'm so sorry. I'm so sorry, es tut mir leid, Vater. No. Mach das einfach nicht nochmal, klar? War ja klar, dass er den Käfer erwischt. Er ist unerschütterlich. Wie wahr. Obwohl er weniger ruhig war, als es darum ging, uns auszuschimpfen. Och, bedrückt dich das immer noch? Ich hatte jede Menge Spaß. Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals so viel Ärger bekommen zu haben. Es war wie... Ich weiß nicht. Es fühlte sich an, als wären wir für einen Moment eine normale Familie gewesen. Ich gebe zu, es hat auch mir ein klein wenig Spaß gemacht. Oh, wie cool. Okay. Da will ich ganz gerne echt noch weitere Gespräche zwischen denen aufbauen, weil das ist ja auch ziemlich witzig eigentlich. Da muss ich öfter mal Lucina und Cynthia zusammenpacken, weil das sind ziemlich coole Gespräche offenbar. Okay. So, dann Cynthia und Cynthia natürlich noch ich mal noch ein bisschen auf. Habe ich denn noch irgendwelche anderen eigentlich, die nicht heiraten wollen? Ne, alle anderen wollen heiraten. Okay, dann doch noch kurz Cynthia und Cynthia auch. Hallo. Es ist lustig, wenn Mutter und Tochter beinahe gleich alt sind, nicht wahr? Ich denke, dass wir auf jeden Fall trotzdem gute Freunde sein können. Freunde? Wohl eher nicht. Du hast immer noch das Sagen. Zögere nicht, mich in der Schlacht wie jeden anderen Soldaten zu behandeln. Aber du bist nun mal nicht wie jeder andere Soldat, oder? Nein, wir sind Freunde und du sollst mich als gleichgestellt betrachten. Echt? Du wirst nicht beleidigt sein oder mich für zuvor schalten? Aber natürlich nicht. Ich bin sehr erleichtert, das von dir zu hören. Wenn ich jemanden nicht auf die Nerven gehen sollte, dann wohl meiner Mutter. Hast du etwa Angst vor mir? Naja, in meiner Zeit bist du eine Legende, die berühmteste Pegasus-Ritterin von allen. Wow. Man erzählt sich so viel von deinen heldenhaften und furchtbaren Taten, als du die feindlichen Linien durchbrachst, und, um Chrom aus höchster Not zu retten. Hab ich das? Oder als du einen Streit mit Chrom hattest und ihn geohrfeigt hast. Also, ja, stimmt, das, beide Sachen sind sogar passiert, die es gerade erzählt hat, stimmt. Gütiger Himmel, was, gütige Götter im Himmel? Das hört sich an, als wäre ich eine Verrückte. Oder als du in einem wilden Blutrausch Freunde wie Feinde abgeschlachtet hast. Ich soll Freunde ermordet haben? Das ist ganz und gar nicht heldenhaft. Ich bin aber nun mal mit solchen Geschichten aufgewachsen. Sie haben mich ermutigt und waren stets eine große Inspiration für mich. Ich sollte wohl besser aufpassen, mit welchen Geschichtsschreibern ich rede. Okay, das weiß ich. Also ich meine, die ersten beiden Sachen, die sie erwähnt hat, das hat Cynthia gemacht, ja. Dass sie Chrom gerettet hat. Das war hier bei der in Ragnar Ferox, glaube ich, ne? Bei Kapitel 4 oder was es war. Und dass sie ihn geohrfeigt hat, das haben wir auch gesehen. Aber dass sie Freunde abgeschlachtet hat... Das weiß ich jetzt nicht, was sie damit meint. Ja, vielleicht war es auch nur erfunden oder so. Keine Ahnung. Ich kann sogar jetzt doch nochmal ein weiteres Paar heiraten lassen, tatsächlich. Weil ich meine, ich weiß ja jetzt, was in der Nebenquest zu finden ist. Die wir halt da ja aufdecken konnten. Weil da ist ja dann eben wahrscheinlich das Kind von Gaius und Novi. Aber ja, gut, aber andererseits will ich eigentlich noch warten, das erst beim nächsten Mal machen. Nee, ich warte noch. Wir lassen es erstmal sein. Und ich würde erstmal sagen, Leute, das war's hier für diesen Part von Let's Play Fire Emblem Awakening. Beim nächsten Mal geht es dann, wie gesagt, nicht mit einer weiteren Nebenquest erstmal weiter, sondern erstmal dann mit einer neuen Hauptquest. Und zwar eben der Festigsteiger Kapitel 17. Und danach wird es dann wahrscheinlich wieder zwei Nebenquests geben. Dann wieder Hauptkapitel, dann wieder zwei Nebenquests und so weiter und so fort. Bis halt dann mir die Nebenquests irgendwie bald mal ausgehen, weil die werden mir schneller ausgehen, weil ich halt immer zwei machen will. Ganz gerne, aber da. Es werden schon noch einige Nebenquests, glaube ich, auf uns zukommen, eben wegen den ganzen Kindern. Und beim nächsten Mal gibt es dann auf jeden Fall auch wieder ein Heiratsgespräch. Also, können wir mal kurz hier sehen. Entweder Weike und Palne werden wir verheiraten, oder Talia und Henry, oder Lissa und Gregor. Genau. Und was genau, bin ich schon gespannt drauf. Ich weiß selber noch nicht genau, für wen ich mich entscheiden werde, werden wir dann eben schon sehen. Gut. Dann würde ich mich noch sehr über einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen. Und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Okay, also dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.